So, also wenn einer Informatiker oder Mathematiker mal in den Genuss einer Freundin kommt, baut er natürlich ein schönes Geschenk für sie. Und dann macht sich so ein Armband, was topologisch sehr interessant ist, doch eigentlich ganz gut. Es ist nirgends geschnitten oder geklebt. Es ist nur gefalten. Und dann mit einem Druckknopf versehen. Das ist ideal und sieht auch ganz schön aus. Und das Prinzip funktioniert so. Also wir haben markiert ABC und ABC. Das ist also ein Papier mit zwei sinnlosen Schlitzen. Und diese Schlitze nehmen wir, um das zu falten. Also das C kommt jetzt zwischen AB, wobei man dann aufpassen muss, dass das die Kante dadurch kommt und nicht dadurch. Ja. Dann dreht sich das Ganze. Wobei aber die obere Seite immer noch so bleiben sollte, wie sie ist. Also da. Jetzt sieht das ziemlich zerknüllt aus. Das soll uns aber nicht weiter interessieren. Wir machen jetzt also nicht wieder das Gleiche, sondern wir nehmen wieder das quasi die Kante C und falten sie hier durch. Ja, und jetzt also wieder zwischen der mittleren und C dann durch. Und jetzt sieht das alles fürchterlich aus. Aber wenn wir das glätten, das macht sich ein bisschen schlecht in der Enge des Gefechts. So, jetzt ist es soweit. Zum Zeigen optimal und dann sehen wir, dass dieses Band jetzt also tatsächlich schön geflochten ist. Jetzt brauchen wir also nur noch einen Druckknopf. Das Ganze aus einem schönen farbenen Leder und voilà, fertig ist das Mathematikergeschenk.